Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Art Steiermark Kulturbühne. In Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark wird jetzt dieses Programm live auf den Plattformen der Kleinen Zeitung, der Kronenzeitung und des ORF Steiermark gestreamt. Literatur und Klassik steht heute auf dem Programm. Die Literatur kommt von Irene Diewerk, die ihre Corona-Betrachtungen über ihren Onkel Bertel mitgebracht hat und einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Debütroman Liebwies bringt. Liebwies, das ist eine unbegabte junge Dame, die zum Star gemacht werden soll. Echte Stars umrahmen dieses Programm, nämlich der Bariton-, Opern- und Konzertsänger Clemens Sander und der künstlerische Leiter der Musikabende Graz und renommierte internationale Pianist Christian Schmid. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der gute Onkel Bertel hat es immer schon gesagt. Letztens habe ich wieder einmal an den Onkel Bertel gedacht, weil momentan ist es ja so, mit wem man auch redet, man kriegt nichts als Klagen zu hören. Die einen wollen ihre Freiheit zurück und die anderen ihre Gesundheit. Die einen haben zu viel Arbeit und die anderen gar keine mehr. Die einen sitzen allein zu Hause und würden so gern wieder einmal ihre Familien sehen. Die anderen sitzen mit ihrer Familie zu Hause und würden am liebsten überhaupt keinen mehr sehen. Und Impfung immer noch keine in Sicht und die Wirtschaft und sowieso alles geht den Bach runter. Da hat man selbst schon nicht die beste Laune und dann bekommt man rundherum auch nur immer Negatives zu hören. Also habe ich angefangen nachzudenken, wer mir etwas Aufmunterndes sagen könnte und da ist mir halt der Onkel Bertel eingefallen, weil der Onkel Bertel ist ein Visionär. Der Onkel Bertel hat schon immer gesagt. Dass die Grenzen zugehören zum Beispiel, das sagt der Onkel Bertel schon spätestens seit 2015, weil es ja nicht ansteht, dass die ganzen Ausländer hereinkommen in unser Land, was so ein schönes Land wäre, ohne die ganzen Ausländer halt. Und dann wollen die nichts arbeiten und wenn die doch was arbeiten wollen, dann nur, um einem Einheimischen die Arbeit wegzunehmen. Rassist ist der Onkel Bertel ja keiner, aber das wird man doch noch sagen dürfen. Zumachen muss man alle Grenzen und einmal im Jahr macht man sie halt wieder auf, nämlich wenn der Onkel Bertel nach Cesolo fährt. In Cesolo ist der Onkel Bertel dann zwar selbst ein Ausländer, aber er ist ja ein Anständiger, der was sich zu benehmen weiß, der sich sogar noch viel anständiger benimmt als die Einheimischen in Cesolo selbst. Die kann er nämlich gar nicht leiden, diese lärmenden Italiener, die immer Remi-Demi machen müssen bis um 2 in der Früh. Und deshalb wird der Onkel Bertel eh ganz froh sein, dass er diesen Sommer seine Ruhe hat von denen. Und das Versammlungsverbot hätte Onkel Bertel ja schon spätestens letztes Jahr eingeführt, wie er mit seinem Auto im Stau gestanden ist wegen diesen Schulschwänzern, die was da demonstriert haben, mitten in der Innenstadt. Das hat ihn aufgeregt, weil erstens wollte er nur schnell zum Billa wegen einer Wurstsemmel und da wäre er zu Fuß glatt schneller gewesen. Und zweitens ist man zu Onkel Bertel seinen Zeiten ja noch froh gewesen über ein schönes Wetter. Aber die Jugend heutzutage ist ja wahnsinnig verwöhnt, nix ist ihr recht und nix hält sie mehr aus. Was der Onkel Bertel alles ausgehalten hat in seinem Leben, dagegen wäre so ein bisschen Klimawandel ein Lerchenschaß, wenn es denn tatsächlich einen gäbe. Und weil der Onkel Bertel auch einen Humor hat,
nennt er die Greta Thunberg immer Thunfisch-Gretel. Die darf jetzt ja auch nicht mehr einreisen bei uns. Das wird ihn erst freuen, den Onkel. Und dass die Theater geschlossen gehören, das sagt der Onkel Bertel schon spätestens seit dem 1988er Jahr, wo er nämlich einmal drin gewesen ist, in so einem Theater, zum Protestieren. Weil es kann ja nicht sein, dass einer ein Steuergeld bekommt, was die braven Österreicher eingezahlt haben, damit der dann eben diese braven Österreicher durch den Schmutz zieht mit seiner fürchterlichen Schmierenkomödie. An sich wäre es dem Onkel Bertel ja wurscht, sagt er, weil normalerweise geht er eh nicht hinein in so ein aufgeblasenes Theaterstück und alle, die er kennt, auch nicht. Aber wegen der internationalen Reputation ist es halt. Und überhaupt hält der Onkel Bertel nicht viel von der heutigen Kunst, weil eine Mona Lisa zum Beispiel, die schaut noch nach was aus, selbst ohne Augenbrauen. Aber was ich mittlerweile in Österreich alles Maler und Schriftsteller und Theatermacher nennen darf, das ist ja nicht mehr normal. Und alle kriegen die einfach so ein Steuergeld hinten hineingeschoben, wo der Onkel Bertel sein Leben lang hart dafür gearbeitet hat. Da findet er es sicher erfreulich, dass mit der Kultur jetzt einmal Schluss ist. Vom Abstand halten hat der Onkel Bertel auch schon immer viel gehalten. Spätestens seit diesem MeToo. Weil wenn die Mädels alle einen ordentlichen Abstand gehalten hätten, dann hätte ihnen auch keiner auf den Hintern grapschen können. Das ist nicht frauenfeindlich, sondern reine Mathematik. Außer natürlich, der Grabscher ist ein Ausländer gewesen. Dann ist das ganz was anderes, weil das ist halt eine ganz andere Kultur und ein ganz anderes Temperament. Da hilft dann auch keine Armlänge, sondern nur ein gescheiter Stacheldraht an den Grenzen und für die Individuen, die schon bei uns herinnen sind, eine strenge Ausgangssperre. Auch das hat der Onkel Bertel ja schon immer gefordert. Und dass die Gesellschaft eingeteilt gehört in systemrelevant und nicht systemrelevant, das hat der Onkel Bertel auch schon immer gesagt, nur er hat halt andere Worte verwendet dafür. Kurz und gut, ich denke mir, der Onkel Bertel ist jetzt der glücklichste Mensch auf der Welt. All seine Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Und wenn ich in Zeiten wie diesen ein aufmunterndes Wort hören will, dann kann es nur vom Onkel Bertel kommen. Also greife ich nach dem Telefon, weil der Onkel Bertel ist der Risikogruppe, da muss man schon vorsichtig sein. Ein paar Mal läutet es und schon höre ich den Onkel Bertel in das andere Ende der Leitung brummen. Der klingt ja gar nicht fröhlich, denke ich mir. Aber trotzdem sage ich voller freudiger Erwartung auf ein paar positive Gedanken: Na, Onkel Bertel, wie geht es dir? Hast du eine rechte Freude mit dem Virus? Ach, das Virus, knurrt der Onkel grantig. Das gibt es ja gar nicht. Das ist nur eine Erfindung. Aber wer soll denn so ein Virus erfinden? Frage ich einigermaßen überrascht. Und da antwortet mir der Onkel Bertel: Na, der Bill Gates, der Jud. Und jetzt muss ich sagen, dass ich wirklich dafür bin, dass man die Ängste und Sorgen von anderen immer ernst nehmen soll, auch und vor allem jene, die man selbst nicht teilt. Nur, und das muss man auch einmal sagen dürfen, beim Onkel Bertel, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich hör die Bächlein rauschen im Walde hier und hier, im Walde in dem Rauschen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Die Nachtigallen schlagen hier in der Einsamkeit, als wollten sie was sagen von der alten schönen Zeit. Die Monde schimmer fliegen, als seh ich unter mir das Schloss im Tale liegen und ist doch so weit von hier, als müsste ich in den Garten von Rosen weiß und rot meine Liebste auf mich warten und ist doch schon lange tot und ist doch lange tot und ist doch lange tot.
Ich lese jetzt aus meinem Roman Liebwies. Und diese Geschichte spielt in der Zwischenkriegszeit und die Hauptfiguren sind zwei Frauen. Eine ist die Gisela Liebwies, die eine sehr erfolgreiche Sängerin ist, obwohl sie eigentlich nicht wirklich talentiert ist, aber sie sieht sehr gut aus und sie kommt sehr gut an auf der Bühne. Die andere Frau ist Ida Gussendorf, die eigentlich eine sehr talentierte Komponistin und Musikerin ist, allerdings immer im Schatten ihres Mannes steht. Und diese Frauen haben sich bei einem Treffen der Musikfreunde kennengelernt. Und diese Stelle lese ich jetzt kurz nach ihrem Kennenlernen. Sehr geehrtes Fräulein Liebwies, um ein Haar hätte ich diesen Brief nicht geschrieben. Ja, bis gerade eben schien es mir auch noch viel wahrscheinlicher, dass ich ihn nicht schreibe, denn dazu hätte ich viel mehr gute Gründe gehabt, als dazu es zu tun. Erstens werden Sie den Brief gar nicht lesen, weil er in der Flut an Post, die Sie von Ihren Verehrern erhalten, untergehen wird. Zweitens, und vorausgesetzt, Sie lesen ihn doch, werden Sie sich gar nicht mehr an mich erinnern. Würden Sie sich nach mir erkundigen, würde ich antworten, dass ich jene sei, mit der Sie beim Treffen der Musikfreunde so herzlich gelacht haben. Aber dann wiederum scheinen Sie mir wie eine, die häufig herzlich lacht. Sie müssen wissen, dass ich äußerst selten lache und mir diese Begebenheit darum ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Doch für Sie trifft das wohl nicht zu. Würden Sie weiterfragen, würde ich antworten, dass ich jene sei, die Ihnen sagte, Ihre Schönheit habe eine einfache Melodie zum Mythos erhoben. Aber auch das hören Sie vermutlich oft und von allerhand Leuten. Sollte ich mich daher äußerlich beschreiben müssen, so würde mir nichts dazu einfallen, außer dass ich braune Haare, eine flache Nase und ein ganz und gar nicht erinnerungswürdiges Gesicht habe. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich über meinen Mann zu definieren, so lästig mir das auch sein mag. Ich bin Ida Gussendorf, die Ehefrau von August Gussendorf. Denn ihn zumindest müssen Sie kennen. Er hat Ihnen schließlich die Rolle der Gräfin auf den Leib komponiert. Nun werden Sie sich fragen, warum ich Ihnen überhaupt schreibe. Ja, woher ich mir das Recht nehme, Sie zu belästigen. Und um die letzte Frage zu beantworten, ich habe kein Recht dazu. Und sollte Sie mein Schreiben jetzt schon langweilen, was es ohne Frage tut, dann legen Sie es guten Gewissens zur Seite. Denn wo ich kein Recht habe zu schreiben, haben Sie keine Pflicht zu lesen. Dass ich nun doch zu Papier und Feder gegriffen habe, obwohl alles gegen diesen Brief spricht, liegt vielleicht tatsächlich nur an der Rede von Dr. Siegfried Römer, an welche Sie sich hoffentlich noch erinnern können, war sie doch der Grund für unsere Heiterkeit. Außerdem ist Siegfried Römer ein junger und gut aussehender Mann, schon allein deswegen wird er Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen sein. Nun will ich vorausschicken, dass ich seine Meinung keineswegs teile. Ich bin, Gottlob, keine Ärztin, aber dennoch oder darum glaube ich fest daran, dass der Mensch mehr ist als nur Blut und Knochen. Wenn Gussendorf etwa seine Stücke komponiert, muss doch so viel mehr dahinter sein als nur elektrische Impulse in seinem Gehirn, die seine Hand über das Papier gleiten und Notenköpfe malen lassen. Stattdessen ist es doch viel eher so, dass er die Musik, die schon lange zuvor in ihm entstanden ist, nur noch aufs Papier bringt, um sie mit seinen Mitmenschen und, wer weiß, vielleicht sogar der Nachwelt zu teilen. Aber woraus besteht diese Musik in ihm? Dr. Römer würde vielleicht sagen, dass es mechanische Abläufe im Gehirn sind, die einen nur glauben lassen, dass man Musik in sich hätte. Und in Wahrheit ist es nichts als ein chemischer Stoff, der einem durch den Kopf fließt. Aber das könnte er nur deshalb glauben, weil er noch nie selbst komponiert hat. Ähnlich wie mit der Musik verhält er sich auch mit ihrer Schönheit, verehrtes Fräulein Liebwies. Weit mehr steckt dahinter als die symmetrische Anordnung von Körperteilen. Bloß kann ich keinen Ausdruck finden, der dieses Meer an Schönheit beschreiben könnte. So kann ich es nur mit vielen Sätzen versuchen, die immer noch nicht ausreichen für das, was ich damit meine.
Ihr Gesicht ist wie ein Ohrwurm. Man kann es nicht vergessen, selbst wenn man es wollte. Ihre Bewegungen, so klein und unbedeutend sie Ihnen vielleicht vorkommen wollen, ergeben einen wunderbaren Tanz. Ihre Sprache ist eine ganz eigene, exotische Melodie und Ihr Lachen klingt mir heute noch in den Ohren. Aber gibt es wirklich keinen Namen für all das? Ich fürchte es. Eines Tages aber wird man diese allumfassende Kunst der Schönheit, lieb wie ich es nennen. Sie sehen also, ich stimme mit Dr. Römer ganz und gar nicht überein. In einem Punkt aber hat er sehr wohl recht. Ein jeder Mensch hat manchmal einen entzündeten Rachen oder sucht, wie Römer es wenig charmant formulierte, den Abort auf. Hätten Sie beim letzten Treffen der Musikfreunde nicht über den ganzen Tisch gespuckt? Entschuldigen Sie, dass ich Sie so unverblümt daran erinnere. Ich hätte es vielleicht trotzdem nicht gewagt, Ihnen zu schreiben. Aber in diesem Moment habe ich erkannt, dass selbst Sie nicht nur ein Wunder, sondern auch ein Mensch sind und dass ich darüber so herzlich gelacht habe, ist nur aus Erleichterung und keinesfalls aus Schadenfreude geschehen. Ich bin sehr betrübt darüber, dass Gussendorf nicht mehr zu den Treffen der Musikfreunde gehen möchte. Und ginge ich nun allein, käme das wohl einem Verrat gleich. Nicht um die Treffen selbst, sondern um Ihre Bekanntschaft ist es mir schade. Und das nun ist der alles überwiegende Grund, warum ich mich zu diesem Brief entschloss. Sofern Sie an einer Bekanntschaft ebenfalls Interesse und den Brief überhaupt bis hierher gelesen haben, finden Sie vielleicht auch die Zeit, ein kleines Antwortschreiben zu formulieren. Ich freue mich über Ihr Geschriebenes, so kurz und kunstlos es auch sein möchte. Hochachtungsvoll, Ida Gussendorf.
Sehr geehrte Frau Gussendorf, Sie hätten überhaupt nicht so viele Worte auf die Beschreibung Ihrer Person verschwenden müssen, denn tatsächlich kann ich mich sehr gut an Sie erinnern. Ja, von allen Musikfreunden sind Sie mir sogar mit dem meisten Nachdruck in Erinnerung geblieben. Und wollt ihr auch wissen, warum? In jenem Moment, in dem Sie Ihren Mund aufgemacht haben, habe ich Ihre Stimme erkannt. Sie waren es, die als Erste Bravo geschrien hat. Oh, Sie wissen gar nicht, welche Erleichterung Sie mir und dem ganzen Ensemble nennt man nämlich alle Darsteller zusammengenommen, damit bereitet haben. Denn Herr Zwirbel, der Leiter des Konservatoriums und gleichzeitig auch der Regisseur nennt man jenen Mann, der das Ensemble anweist, hat uns schon im Vorfeld gewarnt, dass die Reaktion des Publikums wohl nicht allzu gut ausfallen würde. Er hat uns sogar empfohlen, bei der Verbeugung die Köpfe einzuziehen, da unter Umständen fauliges Gemüse fliegen könnte. Sie aber haben uns mit Ihrem Bravo davor bewahrt, Frau Gussendorf, und dafür danke ich Ihnen. Nun, Sie haben ja schon vermutet, dass meine Antwort kurz und kunstlos sein würde, und ich fürchte, sie ist es auch geworden. Glauben Sie aber ja nicht, ich wäre zu beschäftigt, um Ihnen ausführlicher zu schreiben. Ich kann es tatsächlich nicht. Leider habe ich nie gelernt, so schön zu formulieren, wie Sie es tun. Auf jeden Fall muss ich Ihnen aber noch mitteilen, dass mir sehr viel an unserer Bekanntschaft liegt und dass ich Sie gerne pflegen möchte. Sie sind verheiratet und können es darum gar nicht wissen. Aber das Leben kann sehr einsam sein. Ich lebe ja bei Herrn Wagenrath, aber obwohl er immer ausgesprochen nett zu mir ist, hat er doch nicht die Zeit und wohl auch nicht die rechte Lust, mich ständig zu unterhalten. Dann gibt es natürlich noch Emma, unsere Haushälterin, die mich behandelt wie eine Göttin. Aber freilich hat auch sie immer viel zu tun, sodass ich, wenn ich gerade keinen Unterricht habe, meistens allein in meinem Zimmer sitze. Die Mädchen vom Konservatorium hassen mich übrigens, weil sie neidisch sind. Und die Burschen verhalten sich immer ganz sonderlich, wenn ich mich mit ihnen unterhalten will. Ich weiß auch nicht, warum. Zu den Musikfreunden gehe ich nicht mehr. Herr Wagenrath will es so. Er sagt, er passt nicht mehr dorthin. Freilich könnte ich auch alleine gehen. Aber was soll ich da ohne Sie? Stellen Sie sich vor, ich bekomme wieder einen Lachanfall. Und niemand lacht mit mir. Wie schrecklich wäre das. Außerdem schien mir keiner der Anwesenden auch nur im geringsten interessant. Natürlich haben Sie recht damit, dass Dr. Römer ein sehr gut aussehender junger Mann ist. Allerdings ist auch er langweilig. Ich habe ihm erst richtig zugehört, als er vom Abort gesprochen hat. Erst da, finde ich, war seine Rede wirklich hörenswert. Sie sehen also, dass ich eigentlich ein sehr einsames Mädchen bin. Früher, als ich ganz neu in der Stadt war, war ich mir selbst Freundin genug. Da ich davor immer mit allen Geschwistern in einem Raum schlafen habe müssen, war mir diese erste Einsamkeit sehr angenehm. Aber man wird doch irgendwie erwachsener in der Stadt. Und ständig mit Männern von der Presse zu dinieren, macht auch nur am Anfang Spaß. Eine gute Bekannte jedoch ist meiner Meinung nach eine dauerhafte Freude. Darum, hochverehrte Frau Gussendorf, liegt mir viel an unserer Bekanntschaft. Bisher habe ich leider noch nie eine Bekanntschaft gepflegt. Wie geht man dieses Vorhaben also am besten an? Wollen Sie mir wieder schreiben und dann antworte ich Ihnen und immer so weiter? Oder gehört noch etwas anderes dazu? Bitte klären Sie mich über unser Vorgehen auf, damit wir wirklich gute Bekannte werden können. Ebenso hochachtungsvoll, Gisela Liebwies. Es war, als hätt der Himmel die Erde still gehört.
Sehr geehrtes Fräulein Liebwies, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über Ihren Brief gefreut habe. Tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, Ihnen eine Antwort wert zu sein. Und dann noch so eine freundliche, so wohlklingende. Und Sie wagen es auch noch, Ihren Brief kunstlos zu nennen? Er ist so viel mehr, als ich mir erwartet, nein, erhofft hatte. Nur eines hat mich ehrlich gestanden ein wenig empört. Wie kommen Sie darauf, dass ich als verheiratete Frau Einsamkeit nicht kenne? Tatsächlich glaube ich, dass man sogar verheiratet sein muss, um wahre Einsamkeit zu empfinden. Momentan aber empfinde ich, als wäre ich ledig. Das liegt einerseits an Ihrem lieben Brief und andererseits daran, dass Gussendorf nur noch auf dem Kanapee liegt und kein Wort mehr hervorbringt. Sein Zustand aber ist nicht sehr besorgniserregend. Er leidet wohl an der Erschöpfung, die der Ruhm mit sich bringt und den Sie sicher kennen. Darum beneide ich ihn und Sie nicht. Rosel, unsere Köchin und gute Seele, kümmert sich aufopfernd um ihn. So habe ich zurzeit viel Ruhe. Und wie gerne würde ich diese Ruhe mit Ihnen verbringen. Auch ich habe noch nie eine Freundschaft, bitte lassen Sie uns unsere Bekanntschaft doch so nennen, gepflegt. Freundschaften sind mir immer ohne mein Zutun zugeflogen und verloren gegangen. Darum kann ich Ihnen die Frage zu Ihrer Pflege nicht mit Sicherheit beantworten. Das Schreiben aber ist nicht mehr als ein guter Anfang. Verzeihen Sie mir bitte meine Aufdringlichkeit, aber der Zufall will es, dass ich für den Samstagabend 2 Theaterkarten habe, obwohl Gussendorf ja nicht in der Lage sein wird, mich dorthin zu begleiten. Gegeben wird die Maria Stuart. Besessen Sie, Fräulein Liebwies, die Güte, meine Begleitung zu sein? Hochachtungsvoll, Ida Gussendorf. Liebe Ida, erstens möchte ich mich für den schönen Abend bedanken und zweitens muss ich mich entschuldigen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich bereits so berühmt bin. Es war mir sehr lästig, dass mich an diesem Abend, der doch nur der Maria Stuart und dir gehören sollte, ständig Fremde angesprochen haben. Aber ich muss trotzdem immer freundlich sein, denn die Leute halten mich ja für die Gräfin der Stille und die ist auch immer freundlich. Auf jeden Fall hoffe ich, dass diese Störungen deinen Abend nicht verdorben haben. Dann muss ich mich auch noch dafür entschuldigen, dass ich nach der Vorstellung so schweigsam war. Aber ich war ja noch nie im Theater gewesen und darum fiel es mir sehr schwer, über das Stück nachzudenken. Und noch schwerer wäre es mir gefallen, darüber zu sprechen. Es hat mir aber prächtig gefallen. Nur eines hat mich traurig gestimmt.
dass Maria und Elisabeth bis zum Schluss keine Einigung finden können. Es wäre doch sicher viel gescheiter gewesen, sie wären Freundinnen geworden und hätten gemeinsam regiert. Nun, vielleicht ist es nicht möglich, dass sie miteinander auf dem Thron sitzen, weil ein Thron eben nur eine einzige Sitzfläche hat. Aber es hätte doch die eine darauf sitzen und die andere im Geheimen mitregieren können. Das Volk hätte dann zwar nur von einer Königin, die beiden aber voneinander gewusst. Sie wären gemeinsam viel stärker gewesen. Elisabeth hätte Maria unterstützt und umgekehrt. So zumindest hätte Maria Stuart bei mir geändert. Aber dann wiederum bin ich keine Schriftstellerin. Und das wohl aus gutem Grund. Es war außerdem sehr freundlich von dir, dass du mir am Weg zum Theater so viele schöne Gebäude in der Stadt gezeigt hast. Vor allem die Museen und Galerien und Restaurants gefallen mir. Es wäre schön, wenn wir sie alle auch einmal von innen betrachten könnten. Nun muss ich leider oft proben und der Regisseur im richtigen Opernhaus ist streng. Aber lass uns doch mit Dienstagmittag einen Kaffee trinken. Vielleicht in dem Kaffeehaus gegenüber vom Theater. Das sah besonders fein aus. Es umarmt dich, deine Gisela. Thank you.
Liebe Gisela, lange, vielleicht noch länger als beim ersten Mal, habe ich darüber nachgedacht, ob ich dir diesen Brief wirklich schreiben sollte. Eigentlich wollte ich schon im Kaffeehaus mit dir darüber sprechen, aber du warst so liebenswürdig und ich fürchtete, du würdest sehr schockiert sein, wenn ich es dir einfach so ins Gesicht sagte. Ja, ich fürchtete sogar, du würdest überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, wenn du es wüsstest. Und das fürchte ich noch. Aber ich habe immer wieder deinen letzten Brief gelesen und insbesondere das, was du über Maria Stuart schreibst. Denn, wie du es ja für Maria oder Elisabeth vorschlägst, regiere, ich würde sogar sagen, lebe auch ich im Geheimen. Die Ehrerbietung für die Gräfin der Stille nimmt Gussendorf entgegen, in Wahrheit jedoch gebührt sie mir. Jeder Ton stammt aus meinem Kopf, aus meiner Feder. Er hat die Stücke nur genommen und zu einer Geschichte verwoben. Doch an der Musik hat Gussendorf nichts verändert. Er hat sie gestohlen und als die seine verkauft. Doch was mich mit Wut erfüllen sollte, erfüllt mich nur mit Freude. Hätte er es nicht getan, Gisela, so hätten wir zwei uns niemals kennengelernt. Hältst du mich jetzt für sehr eitel, weil ich dir das alles erzähle? Ich schäme mich selbst dafür, dass ich es nicht für mich behalten kann. Aber wie du geschrieben hast, die beiden Königinnen müssen wissen, dass sie nicht allein sind. Soll der Rest der Welt denken, was er will. Es war zu verlockend, dieses große Geheimnis zu unserem gemeinsamen zu machen, sodass wir beide einander unterstützen können, auch wenn du auf dem Thron sitzt und ich nur im Schatten meines Ehemannes. Ich bitte dich, liebste Gisela, diese Nachricht so vertraulich wie nur möglich zu behandeln. Am besten verbrennst du diesen Brief sofort. Und wenn du mich nun für eitel oder gar noch schlimmer für eine Lügnerin hältst, so entziehe mir ruhig deine Zuneigung. Verdient hätte ich es. Schamvoll, Ida.
Liebe Ida, dein Geheimnis hat mich nur ein ganz kleines bisschen überrascht und nicht im geringsten schockiert. Ich finde die Musik der Gräfin der Stille so fein und vor allem ehrlich. Verzeih mir, wenn man Musik nicht als ehrlich bezeichnen kann. Fachausdrücke liegen mir nicht so besonders. Dass ich sie dem Herrn Gussendorf nicht wirklich zugetraut habe. Tatsächlich kann ich mir keinen anderen Menschen denken als dich, der eine Oper so passend zu meiner Persönlichkeit und Stimme schreiben könnte. Es scheint mir ja auch bei unseren Gesprächen immer so, als würdest du mich schon viel länger kennen, als es eigentlich der Fall ist. Das muss schon beim Komponieren so gewesen sein. Und die Handlung der Oper habe ich noch nie gemocht. Nun aber muss auch ich dir etwas gestehen. Wie ich dir ja schon erzählt habe, und wie du mittlerweile auch schon aus den Zeitungen weißt, komme ich aus einem weit entfernten Bauerndorf, das zufällig auch meinen Namen trägt. Dort nämlich hat Herr Wagenrath mich singen gehört und mein Talent erkannt. Aber auch das hat man jetzt schon oft genug in allen Gazetten breitgetrampelt, sogar mit Augenzeugenberichten. Und diese Augenzeugen erinnern sich oftmals besser an das Geschehene, als ich es tue. Tatsächlich scheint mein Leben in Liebwies ein ganz anderes gewesen zu sein. Es ist nur ein paar Jahre her und doch Jahrhunderte. Wagenrath hat mich der Stadt mit Haut und Haar einverleibt. Letztens hat mich ein Junge auf der Straße angesprochen, der seiner Aussage nach ebenfalls aus Liebwies stammt und mich dort in der Kirche singen gehört haben will. Aber ich kannte ihn gar nicht. Das alles erzähle ich dir wohl nur, um das, was ich dir eigentlich sagen will, hinauszuzögern. Ich möchte nicht, dass du mich für dumm hältst, denn ich habe sehr wohl eine Schule besucht, zumindest im Winter. Aber leider habe ich niemals so lesen und schreiben gelernt, dass ich es tatsächlich anwenden könnte. Unsere Haushälterin Emma aber hat es von der seligen Frau Wagenrath gelernt. Sie hat sich sogar ihre damenhafte Handschrift abgeschaut. Außerdem kennt sie viel mehr Wörter als ich und hilft mir dabei, dass meine Briefe zwar nicht gleich, aber immerhin annähernd so elegant sind wie die deinen. Auch diesen Satz hat übrigens Emma formuliert. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich so etwas ausdrücken soll. Aber keine Sorge, ich habe dir ja bereits gesagt, dass ich für Emma wie eine Göttin oder sogar wie eine zweite Frau Wagenrath bin. Niemals würde sie etwas verbreiten, von dem ich es nicht möchte. Nun sind wir also zu dritt im Bunde, aber dein Geheimnis wird dadurch nicht weniger geheim, das will ich dir versprechen. Es schickt dir eine weitere Umarmung, deine Gisela. PS, es tut mir sehr leid, dass wir nun kein solches gemeinsames Geheimnis haben, das ausschließlich uns beiden gehört. Aber wir könnten doch miteinander ein solches schaffen, wenn du willst. Es rauschen die Wipfel und Schauen, als warten zu dieser Stund und die halb versunkenen Mauern, die alten Götter, die rund. Hier hinter den myrten Bäumen, in heimlich dämmernder Pracht, da sprichst du wir wie in Träumen zu mir fantastische Nacht. Es funkeln auf mich alle Sterne mit glühendem Liebesblick. Es riecht